Aufsichtsratsvorsitzender Karl-Heinz Kopf, mit welchen Erwartungen gehen Sie denn in das heutige Spiel? Naja, zuerst einmal mit freudigen Erwartungen, weil es für Altach einfach eine für Vorarlberg noch nie dagewesene Sache ist, in der Playoff-Phase der Europa League zu sein. Wie immer das Spiel ausgeht, eine tolle Sache für uns. Aber klar, wenn man trotz der 0-1-Niederlage zu Hause nach wie vor die Chance hat, dann sogar in die Gruppenphase zu kommen und die Chance lebt, dann geht man natürlich voller Hoffnung hinein. Wie ist denn sonst die aktuelle Stimmung jetzt im Vorstand unter den Vereinsfunktionären und den Fans? Naja, wir haben natürlich im Moment eine Kalt-Warm-Situation, wenn man so will, erfolgreich im Europacup, was natürlich eine gewisse eine starke Hochstimmung im Verein erzeugt. Auf der anderen Seite darf man nicht übersehen, wir liegen halt nach 6 Spielen auf dem letzten Tabellenplatz in der Bundesliga. Von 6 Spielen nur eines gewonnen, 5 verloren. Das ist nicht bedrohlich, aber es ist eine ernstzunehmende Situation, mit der man natürlich auch fertig werden muss. Also ein stark lachendes Auge, aber ein leicht tränendes auf der anderen Seite. Die Mannschaft steht gerade aktuell unter einer starken Belastung durch Europacup und Bundesliga. Wünscht man sich da eigentlich, dass man weiterkommt im Europacup unter diesen Voraussetzungen? Naja, es ist einerseits natürlich, wie Sie richtig sagen, eine Belastung. Es ist auch gar nicht so leicht, sich mit voller Konzentration auf 2 Bewerbe einzulassen und zu konzentrieren. Immer abwechselnd im Moment, aber auf der anderen Seite, wenn man diese Riesenchance hat, dann muss man sie natürlich nützen und da überwiegt selbstverständlich die Freude, auch wenn es eine ungewohnte Belastung ist, keine Frage, also die Mannschaft steht schon ordentlich unter Druck. Trainer Damir Kanadiv würde sich über mehr Spieler freuen, Sportdirektor Georg Zellhofer sieht dafür aktuell keinen Spielraum. Wie sehen Sie diese Diskussion in der Mannschaft? Ja, es ist legitim, wenn der Trainer vor allem natürlich aufgrund eben dieser Doppelbelastung eine Verbreiterung des Kaders sich wünscht. Auf der anderen Seite, wir sind es in Altach gewohnt, finanziell zu planen, auf sicherem Terrain und keine allzu großen Risiken einzugehen. Ich glaube, die Situation ist neu zu bewerten nach dem heutigen Spiel, ob wir weiterkommen oder nicht. Der Kader war natürlich ausgerichtet primär auf die Bundesligameisterschaft. Warten wir mal das heutige Spiel ab und dann wird man sehen, ob man etwas tun kann, etwas tun wird. Ist ja nicht so, wir sind mit dem Trainer ständig im Gespräch darüber natürlich, aber wie gesagt, wir tun uns ein bisschen leichter nach dem heutigen Spiel die Situation zu bewerten und dann wird man sehen, wir werden sicher vernünftige Entscheidungen treffen, aber eines ist klar, auf irgendwelche Abenteuer lassen wir uns nicht ein.